Die Zahlen bei den Flughäfen gehen alle steil nach oben. Einige Fluggesellschaften haben ja auch schon die Zahlen von vor Covid-19, aber die Flughäfen selber, zum Beispiel der Frankfurter Flughafen, sagt, dass man so viele Passagiere wie noch nie im Juni abgefertigt hat. Andere Flughäfen ziehen nach mit den Zahlen. London Heathrow bittet die Fluggesellschaften, so wie es in Amsterdam ist, bitte, bitte, bitte keine Passagiere, stellt den Ticketverkauf ein. Aber das Problem ist für Fluggesellschaften so, dass man dann eigenes Personal mitbringt. Zumindest gibt es eine Fluggesellschaft, die Ladeleute mitbringt. Finde ich spannend. Dann weiter geht's. Qantas hat ein Mandat, dass man nur geimpfte Passagiere mitnimmt. Da wird jetzt dran gerüttelt. Des Weiteren MSC Lufthansa, Neverending Story. Also da gibt es wieder ein Update, aber kein Ergebnis. I'm so sorry. Dann haben wir noch einen Dealzone-Deal und zwar mit der Business Class. Ich weiß gar nicht, wovon wir hinwollen, aber es ist diesmal keine Starlines, sondern Oneworld. Und Air Canada und Emirates partnern ab, geben reziproke Vorteile an ihre Statuskunden. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Ganz wichtig an dieser Stelle ist natürlich, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, aber auch ein Like dazulassen. Wichtig an dieser Stelle, kommentiert. Ja, ganz genau. Das ist für uns immer wieder wichtig für den Algorithmus. Wenn ihr nicht genau wisst, was ihr mit euren Meilen, mit euren Punkten oder aber auch mit eurem Status tun sollt oder aber keinen Status habt und einen Status wollt, dann nehmt doch einfach die kostenlose Consulting in Anspruch. Der Link ist unten in den Shownotes. Das erste Thema, Qantas. Wenn man sich das anguckt bei Qantas, dann ist es halt so, dass Qantas einer der ersten und lautesten war, der gesagt hat, hey, Freunde der gepflegten Gastlichkeit, bei uns ist es so, dass ihr geimpft sein müsst. Dann ist es so, dass dieses Vaccination Mandate, wie es im Englischen heißt, für internationale Reisen am 19. Juli ausläuft. Also 2 Wochen, nachdem die australische Regierung gesagt hat, das mit den Unvaccinierten, das machen wir nicht mehr. Also insofern ist Qantas da jetzt gefolgt und hat da den Passagieren etwas Erleichterung gebracht. Denn, wie wir alle festgestellt haben, wer geimpft ist, kann ja auch trotzdem übertragen. Qantas Boss Alan Joyce war halt wirklich ein Verfechter der ganzen Geschichte. Und er meinte halt einfach, no jab, no fly, was einfach so viel heißt wie kein Dings, kein Flug. Wenn man sich das mal anguckt in 2020, wie das alles angefangen hat, ist es halt wirklich so, dass es natürlich da am Anfang Sinn gemacht hat und die natürlich auch Angst bekommen haben und nicht wussten, was sie tun sollten. Aber mittlerweile ist es ja so, dass man ja halt an den Krankheitsverläufen sieht, dass die Infektionszahlen relativ hoch sind, aber die Hospitalisierungsrate relativ niedrig gemessen an dem, was die Infektionsrate ist. Etwas Gutes in meinen Augen. Ja, dann geht es weiter. Ich hatte ja schon gesagt, die Flughäfen berichten davon, dass die Zahlen so hoch gehen, wie sie noch nie waren. Und gerade wenn man sich das anguckt, Amsterdam, aber auch Heathrow, ist es so, dass Heathrow gerade mehr Passagiere hat, als sie wirklich abarbeiten können. Und man sagt jetzt ganz einfach, wir limitieren das Ganze und bitten die Fluggesellschaften, keine Tickets mehr zu verkaufen. John Holland Case, das ist der CEO von Heathrow, hat einen offenen Brief geschrieben und hat gesagt, hey Freunde der gepflegten Gastlichkeit, das ist so. Und man möchte einfach eine Kappungsgrenze haben bei 100.000 in den nächsten Wochen. Und natürlich, weil man mehr Passagiere hat, sind die Service-Level nicht mehr da. Und das findet er einfach nicht mehr akzeptabel. Und man hat diese langen Schlangen, man hat die Verspätungen, man hat das Problem bei den Taschen. Die Bilder sind ja durch die Presse gegangen, nicht nur in Berlin, wie ich gestern berichtet habe, sondern auch in London. Da gibt es ja absolut erschreckende Bilder. Und man hat natürlich schon in 2021 mehr Personal versucht zu bekommen.
Und da gibt es auch übrigens eine Studie, die ich gestern gelesen habe. Der Schuldige sei die Flughäfen, weil sie einfach angefangen haben oder einfach nicht angefangen haben, rechtzeitig Passagieren dieses Personal zu stellen. Das heißt, man hat das Personal nicht eingestellt und das wäre das Problem. Aber ich glaube, und das habe ich ja auch in Interviews gesagt oder auch hier, das Problem ist in meinen Augen bei allen. Heißt also bei den Fluggesellschaften, bei den Flughäfen, eigentlich bei jedem. Und es gibt natürlich einige Lichtblicke und ich höre das auch immer aus Frankfurt. Wir sind gar nicht so schlecht, wie ihr sagt. Berlin funktioniert auch. Also insofern, es geht, man catcht ab, wie man so schön im Englischen sagt. Lufthansa hat wieder Flüge gestrichen. Das ist halt insofern das Problem. Aber man muss halt einfach schauen, wie die Lage im Moment ist. Und da ist natürlich die Restriktion der Tickets eine gute Sache, aber auch eine schlechte Sache. Und wenn man halt einfach sagt, dass man 100.000 Passagiere hat und braucht, um einen, oder zumindest nicht mehr als 100 Passagiere bekommen kann, dass man da halt natürlich dann auch eine gute Erfahrung den Passagieren bringt, also dass es kein Problem gibt. Und wenn man halt guckt, dann ist es halt einfach so, dass ohne die Intervention vom Flughafen die Passagierzahl eh nicht viel bei über 100.000 war, also bei 104.000. Und also insofern ist es halt ein Problem und ich weiß es nicht. Also insofern schauen wir einfach mal, was es bringt und ob es was ist. Und ich finde, also der Anfang ist natürlich, dass man feststellt, dass man da ein Problem hat, aber das Problem muss dann halt angegangen werden. Und warum sollen Fluggesellschaften jetzt einfach leiden? Das ist halt das Problem. Die Fluggesellschaften machen dann keine Gewinne und wir haben die Probleme. Ein Thema, was genau da reinspielt, ist in Amsterdam los. Man sieht ja auch, dass in die Hauptstadt von den Niederlanden, heißt das in die Hauptstadt von den Niederlanden? Ich glaube, in Niederlandisch heißt das Van de Niederlande. Also insofern noch schnell gerettet. Aber es ist einfach so, dass Amsterdam Schiphol einer der Negativbeispiele ist. Und Iceland Air, eine sympathische Fluggesellschaft mit einer neuen Livery, hat jetzt einfach gesagt, dass man die Verspätungen selber etwas kontrollieren kann. Und insofern, dass man jetzt Mitglieder in der Crew hat, die eben anfangen, ja, mit zu EB und entladen. Und in der Pressemitteilung heißt es so schön, wir haben jetzt selber Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter rausgesendet, um das ganze Schmus über das Gepäckproblem zu bekommen. Und seit letzten Freitag haben wir 2 Baggage-Händler, also Gepäckabfertiger, zu der Crew hinzugefügt. Und nach Amsterdam allerdings leider nur. Und das soll helfen, die Flugzeuge on time zu bringen, sagte eine Island Air Sprecherin. Finde ich eine sehr innovative Geschichte. Überlegt euch einfach mal, die Lufthansa hätte an jedem Flieger 2 Leute, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als mitfliegen nach Berlin, mitfliegen nach Düsseldorf, mitfliegen an die Flughäfen, wo es ein Problem gibt. Finde ich spannend, finde ich eigentlich revolutionär. Wobei man auch überlegen muss, ich hatte einen Bericht gelesen in Berlin, aus, ich glaube, der Berliner Zeitung war das, hat mir einer von euch als Zuschauer zugeschickt. Danke dafür. Dass jemand sich auch den Rücken kaputt macht, weil man 32 Kilo Gepäckstück, was übrigens auch richtigerweise als heavy gelabelt war, da müssen wir mal überlegen, ob diese Form der Beladung überhaupt noch Sinn macht. Warum? Ganz einfach. Viel Gepäck geht einfach kaputt auf innereuropäischen Strecken. Und ich habe das Problem mit meinen Remova-Koffern. Keine Diskussion über Remova, bitte. Es ist so, dass man auf den Domestic Flights oder auf den europäischen Flügen habe ich die meisten Probleme, weil diese nicht in Containern sind. Warum kann man diese Container nicht zwangsverpflichten? Weil es ist doch wesentlich einfacher, Container einladen, ausladen, als die Taschen einzeln rein und raus. Aber vielleicht haben wir ja jemanden, der auf dem Vorfeld arbeitet oder sich mit dem Thema nicht nur auskennt, sondern auch Bescheid weiß, inwieweit man das, ja, damit als Beschleunigung macht. Deshalb wäre in meinen Augen ein Container verpflichtend in Ordnung und auch eine gute Sache, um das Ganze schneller zu machen. Wie versprochen, gerade über die Lufthansa geredet, schon haben wir ein Lufthansa-Thema. Ja, die MSC und die Lufthansa liegen mal da vorne, das ist nichts Neues, das wissen wir ja schon seit März oder was, seitdem das der Kollege von der ITA gesagt hat, dass er sagt, dass die Lufthansa halt der natürliche Partner sei. Und das Finanzministerium hat
keine Aussage gemacht. Man hat einfach gesagt, ja, wir melden uns nach dem Wochenende. Aber wenn man sich das einfach anguckt, ist es halt einfach so, dass die Lufthansa 200 Millionen Euro mehr geboten hat als die Air France KLM und Cetaris Delta Kombination. Und damit müsste man nach dem Geld geben. Und nachdem natürlich die Lufthansa jetzt nicht unbedingt eine Fluggesellschaft ist, die bei Labczynskis ist, und wir können ja wie Lufthansa schimpfen, so viel wie wir wollen, was sie können, ist mit Zahlen umgehen. Also da muss man ja Respekt haben und da muss man ja auch einfach sagen, hey, wenn es um Einkauf geht, wenn es um andere Sachen geht, da ist die Lufthansa weit vorne. Ist für uns natürlich als Kunden nachteilig, wenn sie halt immer diese Pfennigfuchser sind. Muss man jetzt eigentlich Centfuchser sagen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es einfach so, dass man 80% der Staatsanleihen kaufen möchte und die MSC den Löwenanteil davon übernimmt, Lufthansa das Managing-Ding ist, und jetzt drängt halt die Lufthansa auf einen Partner. Ja, hey, Italiener, sorry, aber wenn die 1,2 Milliarden, die man so kolportiert hat, die am Anfang geboten worden sind und gesagt hat, denkt drüber nach und die Marktlage sich verschlechtert, dann ist das so der Elon Musk-Twitter-Effekt. Ne? Da ist das halt so, dass du Pech hast. Ne? Also insofern kann ich die Lufthansa da verstehen und wir merken, die Lufthansa ist kein Unternehmen, was in irgendeiner Art und Weise da nicht mit Geld umgeht oder zu viel Geld rausschmeißt. Entscheidung nicht getroffen, viel Rede, kein Sinn, ich weiß es nicht. Ich fand es nur wieder bemerkenswert, weil die Italiener gesagt haben, hier geht jetzt was, aber im Moment geht nichts. Ich hoffe jetzt natürlich nicht, dass die Italiener sich melden, während ich die Sendung schneide. Also meldet euch morgen erst oder so, dass ich das in die morgige Sendung sagen kann, wer der Gewinner ist. Es ist wie bei Deutschland sucht den Superstar nach 20 Folgen, Jahren oder Episoden, nee, wie heißt das, nach 20 Seasons, ist das Fachbegriff, wird es langweilig, deshalb, also das ist ja auch gefühlt wie so eine Never-Ending-Story, das, was so in Italien anläuft. Emirates Airlines ist ja keine Fluggesellschaft, die in irgendeiner Allianz drin ist. Ich hatte mit Thierry Antinori damals, als er noch bei Emirates war, jetzt ist er ja bei Qatar, ein Interview geführt und hat gesagt, du, hey, du hast ja eine Allianz. Er so, nee, wir haben keine Allianz. Naja, gut, aber die haben ja sehr viele Codeshare-Partner und wenn man halt guckt, was man als Emirates Platinum machen kann, bei Air Canada rein und so weiter, dann ist das einfach so, dass das schon Allianz-Charakter hat. Aber man sieht ja, dass es allianzübergreifend ist. Heißt also, man hat jetzt mit der Air Canada, hat man eine Star Alliance, dann hat man eine One World, das, was mit Qantas gemacht worden ist. Inwieweit das mit Qantas noch so funktioniert, weiß ich jetzt ehrlicherweise nicht. Nur um euch ein Beispiel zu nennen. Und es ist jetzt halt einfach so, dass die Vielfliegerinnen und Vielflieger der beiden Programme reziprok die Vorteile bekommen. Heißt also Priority Check-in, dann mehr Gepäckzulage. Also man darf mehr Gepäck mitnehmen, das ist doch geil. Und natürlich, hoffentlich wird es auch möglich sein, dass man bei beiden Programmen Meilen verdienen kann, aber auch ausgeben kann. Und damit wird Aeroplan doch ein Programm, was richtig spannend ist. Der spannendste Part ist einfach in der Pressemitteilung, um die, Vielfliegererfahrung des Carriers mehr und besser zu gestalten, werden es reziprok die Vorteile geben. Und da ist es halt einfach so, für die qualifizierenden Mitarbeiter, sind wir Mitarbeiter? Nein, noch Gott sei Dank noch nicht, ne? Aber mit fliegenden, also Statuskunden. Also auf jeden Fall die Vorteile, die ich eben genannt ist. Und es dauert einfach noch, dass es da eine Genehmigung geben muss. Und dann ist es aber auch fast fertig. Wer bei den Kanadiern sammelt, bei Aeroplan, was für viel Geld ja wieder zurückgekauft worden ist, kann übrigens im Mittleren Osten schon bei Etihad, Gulf Air, Oman Air richtig Gas geben. Ganz genau. Also insofern, coole Sache. Jetzt kommt der Deal, Dealzone, die ich euch versprochen hatte. Die Dealzone, die ich euch versprochen hatte, ist heute ein Business-Class-Flug von Budapest nach Hawaii, nach Honolulu, für 1.600 Euro und ein bisschen weniger. Und zwar ist es so, das Ganze ist buchbar auf den Codeshare-Flügen von British Airways, Alaska, glaube ich, und Finnair. Und wenn man sich das Ganze dann anguckt, startet der Preis halt, wie gesagt, bei diesen 1.600 Euro, ein bisschen weniger. Und die Flüge von Europa, die erlaubt sind, sind einfach Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und zurück wäre immer Montag, Dienstag, Mittwoch. Man muss das Ticket 180 Tage vor Abflug kaufen, also dieses Jahr wird das nichts mehr. Und 6 Tage Aufenthalt,
macht ja Sinn, wenn ich schon nach Hawaii fliege, dann will ich da auch länger bleiben. 12 Monate maximal. Es sind unlimitierte Stopover erlaubt in Europa. Die kosten jeweils 150 Euro. In USA sind sie mit 600 Euro. Teuer, teuer, teuer. Ticket ist nicht refundierbar, aber das Ticket ist neu buchbar, umbuchbar und vor allem auch gegen Gebühr, logischerweise. Wenn man sich das Ganze mal anguckt, dann kann man fliegen mit British Airways von Budapest nach London Heathrow, dann nach Los Angeles und von Los Angeles nach Honolulu. Ja, ganz genau. Also insofern ganz spannende Sachen und zurück natürlich auch alles in der Business und in der First Class, wenn man Domestic fliegt. Wenn man sich das anschaut, was gibt es Ganze an Meilenpunkten und Status, da kann ich euch direkt versichern, das knattert in der Box rein. Wenn man sich das anguckt, bei der Finnair zum Beispiel gibt es 35.894 Meilen für die ganze Bude. Das ist doch richtig geil. Bei British Airways sind es immerhin noch 26.764. Ermittel mit Where to Credit. Geile News, wer nach Hawaii will, lasst uns einen Trip nach Hawaii machen. Ich warte immer auf Leute, die mich einladen, die mich sponsern. Dann könnt ihr mich auch löchern und fragen. Nein, ernsthaft, lass uns mal gucken, vielleicht fliegen wir nach Hawaii. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff in der heutigen Ausgabe mit einem Potpourri von Neuigkeiten. Abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like hier und immer wieder kommentieren. Und ich melde mich ab. Bis dann, ciao. Also morgen wieder. Also, tschüss.